Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Food-Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die ziemlich schwere Degusta-Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Juni hier dran verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die ziemlich schwer ist, deswegen muss ich die kurz abstellen, sonst breche ich hier zusammen. Die erscheint monatlich und ich habe die in der Kooperation hier. Das war damals ein reguläres Abo, was ich hatte, kostet ungefähr 16 Euro pro Monat, ne? Und ja, da haben sich die Degusta-Box-Menschen gedacht, Mensch, die Claudi, die hat da echt Spaß dran, da hätten wir wohl mal Bock, mit der zusammenzuarbeiten. Ja, so in der Art haben die sich das garantiert gedacht und deswegen haben wir dann schon vor einer ganzen Weile die Kooperation begonnen. Und das heißt, ich bekomme die kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich habe einen Code, den ich euch hier mal einblenden kann. Damit bekommt man 6 Euro, 7 Euro Rabatt, so den Dreh. Ich schreibe euch das alles in die Infobox. Und ich darf auch eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Boxen sind halt super schnell ausverkauft immer. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass es auch genau diese Box werden wird. Aber wir schauen einfach mal. So, super schwer, das spricht meistens dafür, weil sie halt immer das gleiche Format hat, dass wir hier diesen Monat dann relativ viel was zu trinken drin haben werden und weniger viel Food. Das finde ich eigentlich ganz interessant, was sie dann hier an Getränken reinpacken. Gut, wenn es jetzt auch so Richtung Sommer und so geht, dann trinkt man auch definitiv mehr Wasser und vielleicht, wenn die ganzen Regularien gelockert werden, auch das ein oder andere Bierchen oder Weinchen mehr. Und genau, ich hebe sie jetzt noch einmal hoch. Dann könnt ihr nämlich schauen, wie das so aussieht, wenn sie hier so eintrifft. Das ist ein Butterbrotpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Und da steht drauf, öffnen, freuen, genießen und teilen. Mit dem Teilen, das probiere ich manchmal aus. Es ist schon so, man sollte ein bisschen experimentierfreudiger sein, wenn man die Box abonniert. Aber ja, es sind jetzt hier manchmal ein bisschen fancy Artikel mit dabei. Aber das finde ich ganz cool, weil normalerweise läuft man ja so im Supermarkt auch eher so zu den Produkten, die man kennt oder die man auf seiner Einkaufsliste stehen hat. Und hier hat man dann einfach mal so eine kleine monatliche Inspo, was es sonst noch so gibt im Supermarkt. Und hier haben wir immer so ein Kärtchen mit dabei. Da steht halt immer drauf, was da drin ist, die einzelnen Produkte. Manchmal gibt es das ein oder andere Produkt, ist so ein Alternativprodukt. Was ich nicht schlimm finde, ich sehe hier gerade wirklich sehr viele Getränke. Dann haben wir hier auch manchmal noch so ein paar Aktionen mit dabei, Gewinnspiele, wenn man halt so die Box im Abo hat, dann kann man Punkte sammeln, um Boxen gratis zu bekommen, indem man zum Beispiel Produkte bewirbt und sowas, ne? Rezepte haben wir hier auch manchmal mit dabei. Und wir haben 7 Jahre Degusta-Box. Wie cool ist das denn? Liebe Degusta-Lovers, dieses Jahr wird gefeiert, denn wir feiern dieses Jahr 7 Jahre Degusta-Box in Deutschland. Cool. Seit 7 Jahren überraschen wir Foodies in ganz Deutschland mit unseren monatlichen Überraschungsboxen mit neuen und klassischen Produkten. Wir haben euch in diesem Jahr über 1500 Produkte und Marken vorgestellt. Seit 3 Jahren versüßen wir euch eure Weihnachtszeit mit dem Degusta-Box Adventskalender. In 2020 kamt ihr in den Genuss unserer Selection Box und seit einem Jahr füllen wir mit unserer Limited Edition Degusta Cold Box auch euren Kühlschrank mit gekühlten Überraschungen. Unsere Foodie Community ist über die Boxen und unsere Social Media Community auf 50.000 Degusta Lovers angewachsen. Wir möchten daher mit euch im Juni und Juli feiern. Wir werden auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal Aktionen zu unserem 7. Jubiläum veröffentlichen. Was machst du da, Hund? Läuft bei dir. Von Quizfragen zu Gewinnspielen folgt uns auf Facebook unter degustabox.de und auf Instagram unter degustabox-de und macht bei unseren Jubiläumsaktionen mit. Finde ich cool. Wir starten mit einer Degustabox-Bildaktion für unsere 7 Jahre Degustabox. Postet euer schönstes Degustabox-Bild. Bla 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 bla. Da könnt ihr mitmachen. Da kannst du Degusta-Punkte und was nicht alle gewinnen. Ne, das finde ich schön. Ja, Happy Birthday. Also, Töre, nein, nicht Töre, Tröd, keine Ahnung, Happy Birthday, Mensch, das ist ja cool, das freut mich, finde ich schön. Also 7 Jahre ist aber echt, also schon mal eine ordentliche Zeit für eine Foodbox, um auf dem Markt zu sein. Okay, so, wow, ja, wir fangen an mit etwas sehr Fancyem, das finde ich richtig cool, Candy Mix Shake, Soft Candy Mix von Loco Look. Da hast du so verschiedene Candy-Viecher drin. Das kann man schön snacken. Also sowas mag ich auch gerne. Das ist so Marshmallow-Style, ne? Das kennt man ja auch. Und dann hast du auch diese roten Schnüre mit dabei. Und, oh,
Richtig lecker. Also da bin ich ja Fan von, ne? Von solchen luftig leichten, leckeren Sachen. Aber sau viele Kalorien. Finde ich aber total cool. Kann man gegebenenfalls halt auch, wenn man irgendwie einen Grillabend hat, um die Freunde ein bisschen länger bleiben, dann noch auf den Tisch stellen, dass man so ein bisschen Nachtisch snacken kann, ne? Das finde ich cool. Das mag ich. Stelle ich zur Seite für den nächsten Grillabend, ne? Dann habe ich hier etwas, das ist auch ganz toll. Das ist so für fürs Frühstück zum Beispiel von Three Bears Overnight Oats, edle Erdbeere. Wir machen ganz viele Alliterationen, ist ja cool. Die waren ja auch bei der Höhle der Löwen und daher kenne ich die auch und habe mir das auch schon das ein oder andere Mal geholt. Wir hatten das auch mal in Foodboxen drin oder auch in Beautyboxen, so als Probiergeschichten. Mag ich sehr gerne und das ist so, da machst du halt irgendwie Wasser oder Milch mit dabei, dann lässt du das quellen und dann hast du halt so ein leckeres Frühstück, ne, was halt auch halbwegs gesund ist. Kalte Milch, Wasser oder Pflanzendrink bis zur Linie füllen und einmal umrühren. Für mindestens 10 Minuten quellen lassen. Ideale Quellzeit 6 Stunden im Kühlschrank. Okay, also theoretisch könnte ich mir das abends in den Kühlschrank machen. Und ja, könnte ich dann auch machen. Ne? Dann hast du halt so ein Pulver hier drin. Das siehst du jetzt leider sehr, sehr schlecht. Das sieht man echt schlecht. Kann ich das hier an der Seite mal aufmachen? Dann sieht man zwar nicht mehr so wirklich was, ne? Aber dann seht ihr wenigstens das Produkt, was da drin ist. Und wir sind ja alle neugierig. Ja, ich will jetzt auch nicht allzu sehr das, weil sonst habe ich ja den Strich nicht mehr. Hier haben wir dann einfach mal den Blick rein. Finde ich auch ganz cool gemacht, dass man diese Umverpackung entfernen kann. Und dann wird es aufquellen, sodass es dann halt wirklich bis nach oben hingeht. Das werde ich mir gönnen. Also wir haben jetzt ja, Urlaub. Und dann werde ich mir das heute Abend im Kühlschrank stellen für morgen früh. Dass ich morgen dann fresh gepasht unterwegs bin. Und Sammy hat sich hinten wieder hingelegt. Sehr gut. Und dass ich dann in den Garten gehen kann, weil das ist mein Plan. Das fällt gerade voll der Ultra rein irgendwie, ne? Okay, dann habe ich hier ein bisschen Werbung mit dabei. Nö, ist immer ganz schön. Da hat man dann meistens auch die Produkte dazu drin. Wobei ich nicht glaube, dass wir Dr. Smile Produkte hier drin haben werden. Nein. So, dann habe ich hier von Lou etwas drin. Und das wird mein Freund sehr gerne mögen. Kreateur de Biscuit seit 1846. Biscuit au Beurre. Also das ist quasi so ein Butterkeks. Das mag ich gerne. Das mache ich jetzt auch auf. Komm. Das werden wir uns auch die nächste Zeit mal genehmigen. So Kekse, da kriege ich meinen Freund halt auch echt immer gut hin, ne? Waschen. Ja, sieht so aus. Dann komme ich mal kurz von ein bisschen was naschen. Oh. Ja. Hm. Ist halt ein Butterkeks, ne? Aber lecker. Lou kennt man doch eigentlich eher so als Salzcracker, ne? Aber so finde ich es lecker. Mit extra viel Butter. Läuft. Ich brauche ein Getränk, deswegen lege ich eben das andere erst zur Seite. Da habe ich hier von Föslauer etwas drin. Ist das nicht ein Riesen-Oschi? Schwarze Johannisbeere ohne Kalorien. Ja, 1 Liter. Das ist echt so ein Brecher, ne? Ich finde solche Flaschen eigentlich eher unpraktisch. Also unhandlich, aber irgendwie auch witzig. Oh, das ist mit Kohlensäure. Okay. Prost. Hat einen Hauch von schwarzer Johannisbeere. Aber nicht zu wenig. Und vor allem nicht zu viel. Also schmeckt nicht saftig. Also nach Saft oder so. Aber schmeckt schon so, als wäre da ordentlich was an Geschmack drin. Ne? Das ist lecker. Und hier haben wir 100% recyceltes PET als Flasche. Das finde ich auch irgendwie sehr charmant. Ne? Ja, ist cool. So, jetzt nehme ich mal das drauf, was ich eben zur Seite gelegt habe. Und das hatte ich schon mehrfach dran und ich liebe es. Von Finn Crisp, die Snacks Sour Cream and Onion Tasty Rice Snack. Ein Roggensnack. Und das ist so lecker. Das sind halt so Dreiecke. Die sind so lecker. Also, du hast da schon ordentlich Geschmack mit drin. Ich hatte da auch schon die Chili-Variante und so. Und hier haben wir jetzt die Sour Cream and Onion-Variante. Also, ja, Sour Cream und Zwiebeln halt, ne? Finde ich extrem geil. Das gönne ich mir heute Abend. Das ist so gehaltvoll durch den Roggen halt, ne? Weil es Vollkorn ist. Es macht halt auch ein bisschen schneller satt, als wenn du Kartoffelchips hast. Mm. Dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und dann hast du halt noch diesen herzhaften Sour Cream and Onion Geschmack. Oh, mag ich gerne. Das ist richtig, richtig geil. Marmelade darf nicht fehlen, natürlich. Wir haben ab und an mal Marmelade mit dabei. Ich würde mal so sagen, so alle 2-3 Monate haben wir ein Pöttchen Marmelade da. Ich esse super viel Marmelade, also für mich ist es 1A. Kann man übrigens auch super verwenden, das hatte mir auch noch jemand geschrieben. Wenn du das einfach so mit Sprudelwasser oder sonst irgendwie machst, du kannst es dir auch als Getränk mischen.
Ich kenne es halt auch, dass man das mit alkoholischen Geschichten wie zum Beispiel Sekt mischt, ne? Gut, das ist naturrein, 75% fruchtstückig von Centis und ich habe hier die Erdbeervariante und die hat auch so einen ganz coolen Retro, nicht Retro, natürlichen Deckel mit dabei. So Kork ist das. Das fühlt sich auch sehr cool an. Nee, das sieht schön aus. Und auch so ein eckiges Glas ist auch mal was anderes, ne? Das mag ich gerne leiden. Lässt sich sicher auch sehr schön recyceln, weil du hier keine Banderole oder sowas drum hast, sondern du hast halt nur das Glas und den Deckel. Und hier hast du halt diese Pappbanderole drumherum, die du dann halt im Papiermüll entsorgen könntest. 200 Gramm sind enthalten. Und siehst du, sowas, an sowas wäre ich persönlich im Laden vorbeigelaufen. Da wäre ich eher zu den bekannten Marken gegangen, hätte mir dann meine Erdbeer- oder Kirschmarmelade rausgenommen, die ich normalerweise halt immer nehme. Und die hätte ich stehen lassen. Und so habe ich sie jetzt da und kann die mal ausprobieren. So, noch ein Getränk. Oh, Früchtetee von Rauch, Juicebar, Heidelbeer und Himbeere ohne Zuckerzusatz. Echt gerührt, 75% Frucht. Das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Oh, ich mag ja gerne Eistee, ne? Auch hier haben wir dieses 100% recyceltes Plastik-PET-Gedöns drumherum. Finde ich schön. Echt gebrüht. Mhm. Also, das sind auch weniger Zucker als normale Eistees. Das weiß ich jetzt so nicht, ne? Prost. Oh. Das schmeckt unfassbar lecker. Gott, das mag ich gerne. Das ist nicht so super süß und so, ne? Weiß ich nicht. Ich kann das ja mal sagen, was wir hier an Zucker haben. 2,6 Gramm pro 100 Gramm. Ist das viel? Nee, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Finde ich echt schön. Kann ich empfehlen. Also so auf den ersten Schlüff. Es ist immer wirklich super, super gut gefüllt hier drin. Ne? Das muss man halt wirklich sagen. Hier habe ich jetzt noch so ein schnelles Gericht. Das ist, also haben wir schon mal probiert, fanden wir nicht so ultra lecker. Aber wenn es mal ganz schnell geht, muss man einfach Hunger haben, dann kann man sich das reinhauen. Uncle Ben's Sonnenweizen, Tomate und Basilikum. Perfekt in 2 Minuten. Ne? Also da hatten wir auch irgendwann mal so ein Schnellgericht von Uncle Ben's mit dabei. Und wir hatten da aber auch schon mal Milchreis, den fand ich richtig lecker. Aber wir hatten auch schon mal so einen normalen Reizen oder so. Reizen. Reis, das war nicht so geil. Keine Ahnung, es war irgendwie, hatten wir schon mal eine andere Variante dabei. Oder war das von Miracoli? Nee, das war von Miracoli, ne? Das war nicht so geil. Nee, aber das wird bestimmt, das wird funktionieren. Gerade wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich jetzt im Urlaub, also im Urlaub, ich bin ja zu Hause auf Balkonien und Terrassen, Leute, ne? Wenn ich dann in Bad Maingarten am Machen bin, dann möchte ich mal eben schnell Mittagessen haben. Und ich möchte mich nicht noch irgendwie eine Stunde in der Küche stellen und kochen, sondern dann mal eben so. Und dann kann man sich das gönnen. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil es nur eine Portion sein wird. Das sieht auch sehr gesund aus. Also das werde ich auch alleine essen dürfen. Da wird mein Freund sich safe nicht dran beteiligen wollen. ja, aber finde ich cool. Dann kann er sich sein Fertighühnerfrikassee von Aldi oder so holen, was er immer hardcore feiert. Dann kann ich mir das in der Zeit gönnen. Bin ich deutlich glücklicher mit, denke ich. Finde ich aber schön. Also ab und an sowas mit drin zu haben, finde ich schön. Was ich nicht so gerne mag in der Degusta-Box ist, wenn man jetzt so diese Tütchen hat, wo man dann danach noch 5 Milliarden Zutaten verkaufen muss. Ne? Wenn Fertiggericht, dann bitte richtig. Hier habe ich jetzt noch was ganz Edles drin. Also, ne, ist halt so, immer wenn wir so Glasflaschen haben, sind die halt immer ordentlich eingewickelt. Von Rotkäppchen, Weinzeit, halbtrocken, beerig, spritzig. Aha, ist das jetzt ein Wein? Deutscher Qualitätswein, Rosé Pfalz. Rotkäppchen, Weinzeit, Rosé ist ein fruchtig unbeschwerter Rosé. Saftig konzentrierte Himbeeren, oh. Und Erdbeeren mit einem verführerischen Hauch Vanille und der Frische einer rosa Grapefruit. Ich trinke ja eigentlich nicht wirklich so Alkohol, ne? Aber das hört sich A nach einem Kopfschmerzwein an, ja, safe. Und B nach etwas, was mir vielleicht doch mal ganz gut schmecken könnte, wenn man vielleicht doch Leute zum Grillen da hat und man sagt, komm, komm. Ja, das hört sich schon gut an, ich mag sowas, ne? Ja, beerig spritzig, Leute. Ich werde jetzt hier keinen Alkohol testen, weil nie. Aber das finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. So, wir haben offensichtlich noch ein bisschen was mehr für, falls man mal grillt. Mangarocca Batida Pineapple, also mit Ananas. Alkoholisches Mixgetränk oder Mischgetränk. Ja, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Ist halt, ne, jetzt nichts, was ich so öfters mal trinke. Genauso. Nee, das ist einfach nur Kaffee. Ja, Münsterland. Double Shot Espresso. Oh, das ist was für meinen Freund. Köstlicher Espresso kombiniert mit bester Milch. Oder wird mir das sogar schmecken?
Komm, das probiere ich jetzt aber. Weil eigentlich, ich mag ja nicht so gerne Eiskaffee. Aber wenn es quasi wie so ein kalter Latte Macchiato ist, kann ich mir das vorstellen. Also erstmal am besten schütteln, weil meistens, ne, das muss ich ja noch ein bisschen besser vermischen. Jetzt mache ich das gleich auf und dann macht es wahrscheinlich, weil die Dose steht hier gerade echt volle Lotte unter Druck. Macht ihr das auch immer? Eigentlich voll dämlich. Hilft das? Ich glaube nicht. Ich habe was Weißes an. Sei nett. Ja, wie sie einfach explodiert ist. Gut, dass ich sie ein bisschen weggehalten habe, denn hier hat mein Bereich schon einiges abbekommen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber sie ist etwas explodiert. Hätte man, glaube ich, hätte man die schütteln sollen? Weiß ich nicht. Ich sag mal Prost. Das schmeckt mir. Mhm. Ich muss jetzt zwar gleich wischen und putzen, weil diese Dose explodiert ist, aber schmeckt mir. Muss ich wirklich sagen. Ich habe hier auch Handtücher, glaube ich, ne? Ja. Ich eigentlich, weil normalerweise ist hier auf diesem Kanal und an diesem Tisch auch ziemlich viel los, was hier Schminken angeht, ne? Heißt, ich habe hier auch meine ganzen Pinsel neben mir stehen, die jetzt auch alle voll mit Kaffee sind. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja, aber deswegen habe ich hier auch Handtücher rumliegen. Nicht, dass ihr denkt, ich würde mich hier ab und an mal duschen oder so. Okay. Ja. Okay. Vegetarischer Mühlensnack im Teigmantel. Proteinquelle. Typ Salami auf Basis von Weizen. Das muss ich ausprobieren. Ich weiß nicht, wenn ich das einfach meinem Freund unterjubel und ihm nicht sage, dass es vegetarisch ist, wird er das merken? Also, wie so ein fertiger Hotdog halt, ne? Bin ich ja eigentlich gar nicht Fan von. Das ist halt so im Teigmantel. Mega trocken. Kann man machen, ne? Ja, ich gebe ihm das gleich auch mal. Aber ist halt wie Beefy Karatza, mag er auch nicht so gerne. Kann man machen, aber ich finde es jetzt irgendwie auch nicht so geil. Aber man schmeckt, sage ich mal, nicht, dass es vegetarisch ist. Schon sehr trocken. Aber ich mag auch kein Beefy Karatza, also von daher. Was ist denn hier noch drin? Einen haben wir noch. Auch wieder so eingerollt. Ach, guck mal. Das ist praktisch. Tomi, mediterranes Kräuterdressing mit aromatischen Kräutern und Meersalz. Och, das finde ich schön. Jetzt, ne? Ist es wärmer, man macht öfters mal einen Salat. Nee, das mag ich. Das finde ich cool. Das finde ich sehr charmant. Natürliche Phasenbildung einfach schütteln, ja, ist ja klar. Wenn du Öl irgendwo mit drin hast, dann wird sich auch irgendwann die Ölphase absetzen. Macht ja Sinn. Ja. Weiß nicht, was ist denn da alle mit bei? Blumig, verspielt, aber intensiv frech. Diese wilde Kombi kann nur gut sein. Nein, hervorragend. Sensationell. So viele Dimensionen, die von den mediterranen Kräutergewächsen wie Basilikum, Thymian, Oregano, Rosmarin aufgemacht werden, gibt selbst gibt selbst einfachem grünen Salat den richtigen Kick. Und nicht nur das, begleitet wird die aufregende Geschmackswelt unterschwellig von der wilden Natur des groben Meersalzes. Lass dich überraschen. Ne? Ist schon eine fancy Beschreibung, kann man machen. Nö, also gute Auswahl. Happy Birthday, Degusta Box. Ihr habt das echt gut gemacht. Nö. Schöne Box, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, ich habe euch auch reingeschrieben, was mein Freund dazu gesagt hat, ob er gerafft hat, dass es vegetarisch ist. Und ja. Das war's. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Eine Box könnt ihr gewinnen. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!